Leute, jetzt kommen wir mal zu einem anderen Fallbeispiel. Hier haben wir es jetzt mit einer Logarithmusfunktion zu tun, also log abgekürzt. Und bei der Logarithmusfunktion ist das halt so, da müsst ihr euch auch vorstellen, es ist wie bei der E-Funktion. Da steckt quasi in einer Funktion noch eine Funktion drin. So, aber ganz einfach, weil diese Funktion abzuleiten, Logarithmusfunktion, ich zeige euch einen Trick. Vergesst Messi, vergesst jeden Dribbelow. Euer Lehrer wird Auge machen. Ich zeige euch jetzt Lifehack. Guck mal, das ist jetzt so allgemein aufgeschrieben, die Logarithmusfunktion. Also wir haben die Funktion f von x gleich Logarithmus der Funktion g von x. Was machen wir jetzt? Ganz chillig. Die Ableitung dieser Funktion ist f' von x gleich, jetzt habe ich euch hier so die Formel aufgeschrieben, ne? Als allererstes, was ihr einfach macht, ihr seht hier, ist so ein Bruch, ne? Hier oben Zähler, da unten Nenner, ganz normal. Das allererste, was ihr macht, einfach das, was hier drin steht in der Klammer bei der Logarithmusfunktion, klatscht ihr in den Nenner rein und oben, was im Zähler steht, wird abgeleitet. Ich zeige euch das anhand von einer Zahl und ihr werdet sagen, was? Das habe ich nicht verstanden. Schon mal, Wunder. Jetzt guckt, was ich euch mache. Jetzt habe ich euch wie folgt die Funktion hier aufgeschrieben. F von x gleich Logarithmus der Funktion x². Wie lautet jetzt die Ableitung dazu? F' von x, Schreibweise für die Ableitung, ist gleich, jetzt habe ich euch ja gerade gesagt, ihr schreibt einfach unten in den Nenner von dem Bruch das, was hier steht, also x², habe ich hier gemacht. Seht ihr, x², steht hier unten im Nenner. Und oben schreibt ihr dann die Ableitung der Funktion x² hin. Also in dem Fall x² Strich habe ich gemacht, damit man weiß, ich werde die Ableitung jetzt erstmal machen. Ich habe es halt nur jetzt erstmal für die allgemeine Schreibweise so aufgeschrieben. Dann im nächsten Schritt, seht ihr ganz einfach, habe ich wieder aufgeschrieben, f' von x gleich und jetzt habe ich angefangen, das, was hier oben steht in der Klammer mit dem Strich dran, wirklich abzuleiten. Deswegen steht jetzt auch hier wie folgt, 2 mal x hoch 2 minus 1. Denkt wieder dran an die Regelung hier vorne, dass im Exponenten das n kommt nach vorne und dann wird im Exponenten nochmal minus 1 gerechnet und so habt ihr dann die Funktion abgeleitet. Folglich, was haben wir dann da stehen am Ende, wenn wir das alles ausgerechnet haben? F' von x ist gleich 2x durch x². Ja, das Ganze kann aber nochmal zusammengefasst werden. Ich zeige euch mal, wie man so einen Bruch kürzt jetzt in dem Fall, weil ich merke bei voll vielen Leuten, die machen da Fehler beim Kürzen, bei sonst was. Ich zeige euch einfach mal kurz, das wäre ja halt dann jetzt, ne, die Ableitung der Funktion und ich habe euch ja gesagt, das Ganze kann man nochmal kürzen. Also schreibe ich einfach auf, was eigentlich da drin steckt oder was da eigentlich steht. Also 2 mal x habe ich nochmal aufgeschrieben, also steht jetzt bei mir im Zähler hier auch 2 mal x und x² ausgeschrieben würde ja heißen x mal x. Und dann gucken wir jetzt ganz einfach, was können wir wie kürzen. Dann sehen wir natürlich hier das x und das x. Das kann man einfach kürzen oder vereinfachen, wie ihr es halt nennen wollt. Und dann haben wir wie folgt einfach als Ergebnis hier stehen. F' von x ist gleich 2 durch x. Also wenn ihr grundsätzlich sowas habt, 2x, x² oder x hoch 5 oder x hoch 6 oder keine Ahnung, schreibt euch das dann einfach immer so in Variablen auf. Keine Ahnung, x hoch 3 wäre jetzt x mal x mal x. Und dann könnt ihr immer so einfach durchstreichen, als wäre das bei Tipico. So, ja, aber das kommt weg, das kann ich ersetzen mit dem, so, so und fertig, gib ihm. So, jetzt machen wir weiter mit den allgemeinen Regeln und jetzt kommen wir mal zu einer Wurzelfunktion. Und auch in diesem Fall gilt natürlich, dass Alpha halt einfach irgendeine reelle Zahl ist. Wie machen wir das? Also ganz einfach, hier haben wir die Funktion f von x gleich Alpha mal Wurzel aus g von x. Und g von x, könnt ihr euch vorstellen, ist jetzt irgendeine Funktion. Wie bildet man die Ableitung davon? Ganz einfach, f' von x gleich Alpha mal g' von x. Also ihr leitet die Funktion, die in unter dieser Wurzel ist, einfach ab, geteilt durch, also Bruchstrich, und schreibt dann unten einfach in den Nenner 2 mal die Wurzel aus der Funktion g von x. Merkt euch einfach unter dem Bruchstrich, schreibt ihr einfach das, was hier drin steht, mal 2... Schmerzensgeld direkt. Merkt euch auch das, was hier in der Wurzel steht, schreibt ihr unter dem Bruchstrich mal 2 und darüber schreibt ihr einfach das, was in der Wurzel steht, in abgeleiteter Funktion. Und zafe, so habt ihr das dann direkt. Ich mache das jetzt mit Zahlen, damit ihr das einmal so auf chillige seht. Ich habe die Funktion aufgeschrieben, f von x gleich 3 mal Wurzel aus x hoch 5. Wie ihr dann seht, bei der Ableitung f' von x, die Konstante 3 ist einfach hier geblieben, wie davor halt in der allgemeinen Schreibweise vorhin gezeigt bereits, dass Alpha bleibt, also in unserem Fall hier die 3, mal einfach dann das, was oben im Zähler steht, wird also abgeleitet, sprich der Begriff, der hier unter der Wurzel ist, schreibt ihr einfach nach oben und leitet den ab und dann darunter in den Nenner einfach zweimal die Wurzel aus x hoch 5. Und das Ganze dann, wie ich euch gesagt habe, hier, ich habe ja schon angekündigt, dass ich das jetzt ableiten werde, was hier steht mit dem Strich. Also ganz einfach, dann gleich 3 mal 5x hoch 4, wie ich euch vorhin erklärt habe. So, der Hase, die 5 springt nach vorne und oben im Exponenten wird dann wieder eine abgezogen. Und so haben wir dann hier stehen 3 mal 5x hoch 4 und darunter dann halt wieder der Begriff, wie ihr gesehen habt, 2 mal Wurzel aus x hoch 5. Das Ganze dann auf jeden Fall
nochmal zusammengefasst. Dann haben wir einfach gerechnet, 3 mal 5 ist 15 und somit habe ich dann hier stehen, f' von x ist gleich 15x hoch 4 durch 2 mal die Wurzel aus x hoch 5. Und hier kann man dann halt an der Stelle natürlich nochmal kürzen. Ihr könnt euch ja denken, 15 geteilt durch 2 ist was? Ist 7,5 und somit habe ich auch hier stehen 7,5x hoch 4 und die 2 ist ja weggefallen durch Wurzel aus x hoch 5. Natürlich kann man auch nochmal hier die Wurzel von x hoch 4 mit der Wurzel von x hoch 5 kürzen, noch vereinfachen alles, aber das werde ich euch in anderen Videos nochmal zeigen. Da werde ich genauer drauf eingehen, inwiefern, wie weit ihr Sachen kürzen könnt und sonst was. Jetzt habe ich euch hier mal aufgeschrieben als fünfte Regel so, wenn ihr jetzt konstante Funktion habt, wie ihr da vorgeht. Eine konstante Funktion wäre jetzt beispielsweise f von x gleich 1 oder f von x gleich 2 oder wie in unserem Beispiel jetzt hier f von x gleich 6. Leitet ihr sowas ab, dann Zafe ist 0. Also merkt euch einfach, hier eine Konstante abgeleitet ist immer 0. F von x gleich 6, die Ableitung f' von x ist gleich 0. Egal welche Zahl. Wenn da keine Variable dran ist oder sonst was, also wenn da kein x, kein z, kein y, kein sonst was, kein Buchstabe dran gejist ist an dieser Zahl, dann wisst ihr, wenn ihr die ableitet, ist das immer gleich 0. Also in der Mathematik nennt man die auch Kalberzahl, die nackte Zahl. So Leute, jetzt habe ich hier noch so einen anderen Fall für euch. Beispielsweise, ihr habt das Ganze da so stehen. Ihr habt jetzt zwei Funktionen da so gegeben und dann schreiben die dahin beispielsweise Funktion f von x plus die Funktion g von x. So, oder halt Funktion f von x minus die Funktion g von x. Scheißegal, was da ist. Wenn ihr das so seht, merkt euch einfach immer direkt, ihr leitet Funktion für Funktion ab und rechnet die dann, je nachdem, was die wollen, plus oder minus. Also, wir machen das einfach jetzt mal hier Step by Step. Ich habe hier eine Funktion f von x gegeben plus eine Funktion g von x. Was mache ich? Ganz einfach, ich leite die Funktion f von x ab und leite dann die Funktion g von x ab und rechne die beiden Funktionen einfach plus. Habe ich das jetzt im Negativen gegeben, also irgendeine Funktion f von x minus g von x, mache ich ganz einfach Ableitung von der Funktion f von x als erstes und dann minus die Ableitung von der Funktion g von x. Sorry Leute, wundert euch jetzt nicht wegen dem Licht. Ich muss hier ein bisschen Strom sparen gerade, weil läuft nicht so gut. Aber ganz einfach, wir sind ja gerade da stehen geblieben. Ich habe euch ja gesagt, wenn ihr da zwei Funktionen habt, f von x plus g von x oder halt ne, zwei Funktionen mit Minus habt, f von x minus g von x. Das Ganze mache ich jetzt einfach anhand von Zahlen. Ich habe die Funktion x hoch 2 plus die Funktion e hoch x. Wie leite ich das Ganze jetzt ab? Ich fange dann wie folgt an. Ich leite erstmal dieses x hoch 2 ab, habe dann wie folgt 2x und leite dann e hoch x ab und habe dann natürlich e hoch x abgeleitet, ist immer e hoch x, habe dann natürlich e hoch x da stehen. Und wie ihr seht, habe ich dann genau das hier quasi in abgeleiteter Version einfach hier stehen. Ich habe erstmal das x hoch 2 abgeleitet und dann das e hoch x abgeleitet. Und dazwischen natürlich ein Plus gesetzt und somit habe ich dann natürlich die Funktion 2x plus e hoch x. Das gleiche haben wir jetzt hier mit einem Minuszeichen zwischen den beiden Funktionen gemacht. Hier habe ich dann x Quadrat minus e hoch x und das Ganze wird dann natürlich wie folgt wieder funktionieren. Ich leite zuerst das hier ab, also das x Quadrat, abgeleitet ist das ja 2x, wie ihr sehen könnt, und dann leite ich halt die zweite Funktion ab, also die e-Funktion in dem Fall, und dann einfach e hoch x abgeleitet ist e hoch x, schreibe mir das auf und dann setze ich einfach das Minuszeichen dazwischen und somit habe ich dann die Funktion da stehen, 2x minus e hoch x, und das ist das Ganze dann abgeleiteter Funktion.